Bremen in Berlin. Der Ausblick auf den Bundesrat mit Staatsrat Dr. Olaf Joachim. Herzliche Grüße aus der Bremer Landesvertretung in Berlin. Morgen findet die 1004. Sitzung des Bundesrats statt. Auf der Tagesordnung steht eine breite Palette von 100 Punkten quer durch alle Themen des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Darunter befinden sich auch fast 30 Gesetze aus dem Bundestag, die zur Abstimmung vorgelegt werden. Hier geht es zum Beispiel um die Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe, um zusätzliche Mittel zur Pandemiebekämpfung und um die Covid-Verordnung zur Erleichterung von Schutzmaßnahmen für Geimpfte und Genesene. Weiter stehen 10 Länderinitiativen auf der Tagesordnung. Bremen ist hier besonders das Thema der Stärkung der Tarifbindung wichtig. Hierzu bringt Bremen einen Vorschlag ein. Senatorin Christina Vogt wird hierzu im Bundesrat sprechen. Am Freitag ab 9.30 Uhr können Sie die Bundesratssitzung per Videostream live anschauen. Den Link dazu sowie alle weiteren Informationen über die Tagesordnungspunkte finden Sie unter derbevollmächtigte.bremen.de.